Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Ich habe mir überlegt, machen wir was ganz Besonderes. Was wir auf diesem Kanal bisher noch gar nie gemacht haben, waren Nachtische. Das machen wir. Ich habe ein Gourmet-Rezept gefunden, und zwar eine Kokoscreme-Karamell. Ein hervorragender Nachtisch. Wie ich das gemacht habe, schaut es euch an. Los geht's! Für unsere Kokoscreme-Karamell benötigen wir zuerst, um das Karamell zu machen, 100 Gramm Zucker und 60 Milliliter Wasser. Als erstes nehmt ihr eine Pfanne. Gebt dort eure 60 Milliliter Wasser dazu. Gebt ihr jetzt eure 100 Gramm Zucker und das Ganze erwärmt ihr jetzt und lasst so lange köcheln, bis der Zucker goldbraun ist. Wenn euer Karamell jetzt goldbraun ist, müsst ihr jetzt hergehen, diese Karamellflüssigkeit in eure Schälchen geben. Das heißt, ihr braucht Schälchen, die ca. 200 Milliliter fassen können, und gebt diese Flüssigkeit in eure Schälchen. Nur leicht, um den Boden zu bedecken und vielleicht noch ein bisschen der Rand. So, und das Ganze muss jetzt erstmal erkalten. In der Zeit machen wir jetzt unsere Kokoscreme. Für unsere Kokoscreme benötigen wir eine Dose, also 400 Milliliter Kokosmilch, 100 Milliliter Milch, eine Vanilleschote, 50 Gramm Zucker, 2 Eier komplett und 2 Eigelb extra. Das heißt, wir nehmen unsere 450 Gramm Kokosmilch, geben sie in den Topf, geben unsere Milch dazu, geben den Zucker dazu, habe ich die Vanilleschote aufgeschnitten, das Mark rausgemacht, und ihr müsstet sowohl das Mark als auch die aufgeschnittene Schote in die Flüssigkeit dazugeben. Und das Ganze lasst ihr jetzt aufkochen. Wenn das Ganze jetzt einmal aufgekocht ist, macht ihr jetzt die Herdplatte aus und müsst das Ganze jetzt noch 15 Minuten ziehen lassen. Nach 15 Minuten geht ihr jetzt her und holt als erstes die Vanilleschote raus und legt sie beiseite. Der nächste Schritt ist, ihr nehmt eine Schüssel, gebt dort eure 2 Eigelb und eure 2 Eier. Verquirlt das alles, aber nicht so, dass schaumig geschlagen wird. Ja? Einfach verquirlen. Wenn ihr die Eier jetzt verquirlt habt, gebt ihr jetzt immer wieder einen Schuss von eurer Soße dazu und verrührt das Ganze. Jetzt nehmt ihr eure Schälchen und gebt jetzt die Flüssigkeit in die Schälchen rein. Der nächste Schritt ist jetzt, ihr nehmt ein Backblech. Ja? Nehmt aber nicht das flache, sondern wie ihr seht, habe ich das tiefere genommen. Da stellt ihr jetzt eure Schälchen rein. Den Backofen habt ihr jetzt auf 130 Grad Umluft vorgewärmt. Jetzt gebt ihr euer Backblech mit euren Schälchen dazu. Jetzt zeige ich euch, warum wir den tiefen Backblech gebraucht haben. Es gibt da nämlich in das Backblech etwas Wasser. Das Ganze müsst ihr jetzt eine Stunde circa im Backofen lassen, bis eure Flüssigkeit fest geworden ist. Und so sieht unser Kokoscreme-Karamell aus, wenn es fertig ist. Ein leckerer Nachtisch. Der Nachtisch hat doch richtig gut ausgeschaut, oder? Ich kann euch sagen, so gut hat er aber geschmeckt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen, sprich einen Daumen nach oben.
Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, kann es gerne tun. Mir bleibt bloß noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Bis nächsten Montag. Tschaußen. So, mittlerweile haben wir das Fleisch verpackt.